Frostiger Empfang für Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und Ministerpräsident Kretschmann. Buhrufe für die grünen Politiker in Baden-Württemberg. Die Bauernproteste gehen weiter. Doch die beiden Politiker stellen sich der Wut der Bürger. Als Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann in Erlenbach bei einem Bürgerdialog ankommt, gibt's laute Rufe, auch von Kindern. Die Polizei muss die Situation absichern. Und dann bekommt auch Bundesagrarminister Cem Özdemir die ganze Wut zu spüren, aufgeheizte Stimmung. Doch Özdemir schaut nicht weg, stellt sich als erster Minister der Ampelregierung den Menschen, lässt die Rufe, auch die der Kinder, auf sich wirken, sagt später sogar über die Kleinen, das haben sie klasse gemacht, und findet Verständnis für die Sorgen der Bauern. So wird aus Cem Özdemir Cem Özdehir. Nach dem Wutempfang bleibt es aber ruhig. Özdemir und Kretschmann sprechen anschließend über Bildung, bezahlbares Wohnen und Klimaschutz. Doch der Abend in Erlenbach zeigt auch, die Bauernproteste sind noch längst nicht am Ende.